Rund 14.000 Fahrräder passieren täglich die Europakreuzung. Kein Wunder, denn ca. 44% der Alltagswege werden von den Greifswaldern per Drahtesel zurückgelegt. Greifswald gilt als Stadt der kurzen Wege. So hat das Stadtgebiet, in dem 95% der Bevölkerung leben, einen Durchmesser von nur 6 Kilometern. Ob nun Fahrradhauptstadt oder nicht, die Vielzahl der Räder zieht auch viele Langfinger an. 2012 wurden 964 Fahrräder gestohlen, 58 mehr als noch 2011. Man muss das im Verhältnis der Bevölkerungszahl sehen und die Zahl ist leider aus meiner Sicht ziemlich hoch, aber es bestehen zwar Schwankungen, so um die 10-15% nach oben und nach unten, aber die Auffälligkeiten, außer dass die Zahlen natürlich aus meiner Sicht sehr hoch sind, sind kontinuierlich. Durchschnittlich legen die Greifswalder Radler nur 2 Kilometer am Tag zurück. Für viele Wege wird nicht einmal eine Viertelstunde gebraucht. Für diese Kurzstrecken ist das Fahrrad Verkehrsmittel Nummer 1. Doch warum ist die Zahl der Fahrraddiebstähle in Greifswald so hoch? Na, es ist sehr unterschiedlich. Wir sind ja auch eine Fahrradstadt. Wir haben eine hohe Anzahl von Studenten, die hier in unserer Stadt leben und in dem Falle an der Universität lernen. Und das macht natürlich eben auch was aus. Die Gelegenheit macht Diebe. Wenn wir jetzt hier über den Markt gehen würden, würden wir sofort Situationen finden, wo man sich fragt, könnte es nicht anders sein? Könnte das Fahrrad nicht besser angeschlossen sein? Könnte es nicht ein besseres Schloss haben? Man geht dann doch teilweise sehr leichtfertig mit seinem Eigentum um. Und ja, leider gibt es aber auch Tätergruppen, die sich darauf spezialisiert haben, wozu es dann zu einer Häufung kommen kann. Sind Fahrräder gar nicht oder schlecht gesichert, haben Langfinger leichtes Spiel. Besonders einfache Beute sind nicht abgeschlossene Räder. Belegschlösser bieten ebenfalls nur unzureichenden Schutz. Was schon wichtig ist, wenn ich mir ein Fahrrad kaufe, was größtenteils auch einen sehr hohen Wert hat, gerade wenn ich jetzt in Richtung E-Bikes den Trend sehe, das heißt also, ich gebe für mein Fahrrad über 1.000 Euro aus, dann sollte ich auch dementsprechend den Wert in ein Schloss legen. Da kann es nicht sein, dass ich für 5 oder 10 Euro ein Schloss kaufe, ein Fahrradschloss kaufe, wo der Täter sich sagt, naja, man hätte es ja auch bleiben lassen können. Das sollte ein gesundes Verhältnis sein. Und es gibt Schlösser, da habe ich wirklich schwer zu tun, um sie zu knacken. Um sein Eigentum zu sichern, sollte der Bürger außerdem seinen Drahtesel kodieren lassen. Kostenlos kann man dies immer dienstags und donnerstags von 9 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz. Ein sogenannter Straßenschlüssel wird auf den Rahmen gefräst. Der Besitzer erhält einen Fahrradpass. Im letzten Jahr wurden 727 Fahrräder kodiert und die Polizei zeigt sich zufrieden mit dem Effekt. Das wirkt sich sehr stark aus. Man bekommt mit, dass die Zahl der kodierten Fahrräder, die gestohlen worden sind, sehr gering sind, was uns sehr gefällt. Und hier in dem Falle auch die Fahrradkodierung eine Kontinuität hat und Nachhaltigkeit. Und das finde ich total klasse, auch von der Firma ABS, dass sie uns da unterstützt und über viele Jahre schon begleitet hat. Wir hatten ja schon gehört, seit 1996 werden Räder kodiert. Kodierte Fahrräder schrecken mögliche Langfinger ab und können im Falle eines Diebstahls schneller an den Besitzer zurückgegeben werden. Denn die Kodiernummer ist eng mit der Identität des Fahrradbesitzers verknüpft. Wer also sein Fahrrad lange behalten möchte, sollte auf eine Sicherung durch ein geeignetes Schloss achten und die Kodierung in Anspruch nehmen. Vielleicht kann dieses Komplettpaket in Zukunft Fahrraddiebe abschrecken.